Wie wollt ihr die Map-Bands haben? Was gibt's denn aktuell? Ja. wie viele haben wir? 3 oder 4? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich sehe Team-Zufallskarte, ne? Festung, Völker. Ich weiß nicht, wollt ihr Völkerwanderung drin haben? Nicht unbedingt, das stimmt. Ja. Ja, dann können wir die auf jeden Fall rausnehmen. Nomade kann man machen, das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben 2 Bands, ne? Oder 3. 3. Okay. 3. Also dunkler Wald brauche ich auch nicht. Ich kann die Bands tatsächlich nicht sehen. Ah doch, jetzt kann ich sehen, ja. Ah, jetzt, ah, okay. Völkerwanderung würde ich halt auch rausnehmen eher, finde ich nicht so geil. Ja. Und dann war es das eigentlich auch, ne? Der Rest ist eigentlich voll in Ordnung. Das kann man ja grundsätzlich so lassen, ja. Okay, alles klar. Können wir ja loslegen. Mhm. Bist du schon, ist das Team schon an? Ja. Alles klar. Ich glaub schon, oder? Weil ich jetzt hier nichts falsch gemacht habe, nee. Ja, und bei mir läuft die Aufnahme und ich sag schon mal Hallöchen zu einer weiteren Runde mit, hier, Age of Empires 2 mit Erich Müller und Botkin Arrow. Ja, mal gucken. Das letzte Mal ist jetzt eine Weile her. Sowohl mit uns dreien, als auch das letzte Mal Edge 2, für die meisten von uns. Von daher gucken wir mal. Guten Tag, guten Tag. Auch gespannt, wie es läuft. Habe ich am Wochenende tatsächlich ein paar Games gemacht. Das heißt, ich bin theoretisch im Saft. Aber schauen wir mal. Ja, bei mir ist es jetzt... Games auch eine Weile her, ja. Eine Woche ist es bei mir her, aber es ist mehr als 1 bis 2 Spiele die Woche sind bei mir jetzt auch nicht drin gewesen. Das kann man jetzt auch nicht wirklich üben nennen. So, okay. Direkt in die Pocket. Pocket? Das kann auch Flank sein, je nachdem, was ihr nehmt. Oh, gut, das stimmt, ja. Und wen willst du, Pocket oder Flanke sein? Oh, ich weiß noch gar nicht, was ich spiele am besten. Letztes Mal hat es doch ganz gut funktioniert, als wir Ziffs gepickt haben und ich in der Pocket war, oder? Ja, dann lass uns das doch mal machen. Ja, okay. Dann machen wir so, dann mache ich Flank, dann nehme ich mal. Was nehme ich am besten? Cover. Ich kann sonst auch Gelb nehmen. So, genau, dann tausche die Farben am besten. Ja, okay. Also Utwin auf 6 und Erich auf 4. 6 oder 8. Okay. Oder okay. Genau, 8 ging auch, ja. Flanke willst du spielen? Ich mach mal Kev. Weil im Teamgames machst du ja eigentlich nur Archer oder Kev, ne? Ja, aber nicht als Flanke, da machst du Archer. Ah, achso, ist das fest? Ja. Ja gut, dann. Ja, eigentlich schon, aber muss also mach mal, wie du magst. Ja, fest natürlich dann. Nicht, aber ich würde es als Meta bezeichnen. Ja, ja. Ich nehme mal die Berber, mal gucken, wie die in der Pocket funktionieren. Müsste eigentlich ganz gut laufen, oder? Ja, würde man von ausgehen. Die haben Maya-Franken-Vietnamesen. Maya-Franken-Vietnamesen. Puh. Da kannst du mit Kamelen auf jeden Fall vielleicht ein bisschen was rausholen. Oder so ein Mix. Ja, stimmt. Late-Game auch. Vietnamesische Elefanten können auch gefährlich werden. Ja, die haben halt auch fast schon Meta gepickt, ne? Ein bisschen mehr als wir, ja. Ja, wobei, da falle ich ja eher aus dem Raster raus. Also Vietnamesen, Briten, ihr beide, ist ja schon... Ja, da lässt sich nicht mehr kennen. Ja, das eigentlich schon, ja. Franken sind halt einfach der Ultra-Kev-Pick. Berber sind eher so ein Experiment gerade. Experiment? Die Franken? Nee, Berber. Ja, gut, okay. Wollte schon gerade sagen. Da ist jemand heute... Ganz wild unterwegs. Franken picken. Krass. Ja, boah. Eine der underratedsten Fraktionen hier im Spiel. Ich glaube, der spielt eine Challenge. So, hier ist blau, hier ist Dingsblau und das ist grün. Hellblau meinte ich, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Okay. Also im Only One spiele ich Berber ziemlich gerne. Also wir haben Vietnamesen Battle quasi. Und Briten gegen Maya. Briten gegen Maya. Kann lustig werden. Erich, hast du die Version von Arabien hier schon mal gespielt? Nein, was ist an der anderen? Also ja, schon, aber ich habe jetzt nicht aktiv auf Unterschiede geachtet. Also was ist hier anders? Die von dem aktuellen King of the Desert. Das ist ein bisschen... Also davor gab es welche, die waren wirklich ganz furchtbar. Wo alles nur voller Hügel war und du nirgends bauen konntest. Haben es zum Glück wieder rückgängig gemacht, jetzt quasi, indem sie die Turniermap benutzen. Ja, das andere war wirklich fürchterlich. Ja, kannst im Prinzip nirgends ein Dorfzentrum bauen. Ich merke gerade, ich habe die Small Trees wieder nicht drin. Update. Ja, mit jedem Update, ey. Das könnten die auch mal in den Optionen hinzufügen, wenn sie schon das Raster dabei haben. Ja, auf jeden Fall. Wir haben alles mögliche in Optionen, ja.
Ich finde das auch seltsam, dass sie solche banalen Sachen, dass sich die Mods jedes Mal wieder ausstellen nach einem Update, dass sie sowas nicht einfach mal irgendwie patchen. Ah, und Warnung, die haben jetzt ein ganz tolles Feature hinzugefügt, dass die automatische Felderneuerung jetzt automatisch eingeschaltet ist. Mhm. Das ist aber schon ein, zwei Monate alt oder so. Achso, das ist mir ist das auf jeden Fall erst recht spät aufgefallen. Ich bin mich sicher, ich habe hier gerade Schafe gefunden. Ich lasse sie mal kurz stehen, bis ich weiß. Sind meine, wahrscheinlich. Lass sie erstmal stehen. Ich brauche sie auch noch nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es meine sind. Ja, die sind schon recht weit weg von mir. Ich schicke sie mal rüber. Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. Mir fehlen nämlich auch noch zwei. Shit. Ich habe aber gerade keine mehr. Fuck. Okay, ich habe gerade. Ah, da wäre der andere Pfand gewesen, aber. Ein guter Start. Danke für die Schafe. Ganz schlechter Start. Wahrscheinlich. Mein Start fühlt sich echt gut an und ich wette, deine ist immer noch besser als meine. Einfach weil ihr ein anderes Niveau gewohnt seid. Gut, wobei du ja jetzt auch kein blutiger Anfänger mehr bist. Das schon, aber ist ja trotzdem so 300 Elo über mir. Das macht in der Praxis schon eine Menge aus. Ja. Und dementsprechend die meisten Leute, die wir spielen, ebenfalls in etwa so in diesem Bereich sind. Ja, das ist ja schon ein Durchschnitt von uns quasi. Genau. Ihr sagt Bescheid, wenn ich nochmal genau pingen soll, wo die Gegner sind, ne? Damit ihr nicht ins Dorfzentrum rast. Jo, ja, ich kümmere mich erstmal ums Rehe pushen und. Oh, abmauern wahrscheinlich auch gleich noch. Soll ich mit Scouts eröffnen? Ich fänd's gut, ja. Okay, dann mache ich das. Die Preise von Palisaden wurden auch schon wieder angehoben, oder? Ja, stimmt, die haben das Wollen jetzt allgemein schwieriger gemacht, ja. Die haben Preise für Palisaden angehoben und ich glaube, sie sind auch leichter zu zerstören von Scouts und von Man-at-Arms. Die haben weniger Armor, glaube ich. Ja, ich weiß, das waren nur Häuser, aber es kann sein, dass es beides war. Das kann auch sein. Bulden. Yay, Bulden. Ich meine, Schafe habe ich hier stehen lassen, das ist so clever. Greeten, Willem. Bulden. Bulden. Mandatus. Ich mache irgendwie auch ein bisschen Unsinn gerade. Schön, dass wir uns da alle einig sind, irgendwie. Halbwegs. Eigentlich nicht so schön, oder? Ja, aber ich muss positiv bleiben. Ich muss da super früh Webstuhl schon machen, das war echt alles nicht so gut hier. Nach Haus gewesen und so? Nee, mein Elefant war einfach nicht da. Und das kann ich nicht in nächster Zeit, weil je. Du siehst es ja, wenn du Goten spielst, denkst du, so, ich bin Haus, gut, mach ich Webstuhl. Ah, der ist ja instant. Verdammt, was mache ich jetzt? So, hier hab ich zwei. Bulden. Yay. Chopper. Mandatum. Das kann nicht mehr, wie man dieses Spiel spielt. Dieses Age of Empires. Da jetzt echt mit dem. Gut, jetzt müsste ich eigentlich. Ah oh, nee, nicht du. Hauptsache mit einem Adlerspeer nerven. Ready, Bulden. Yay, Bulden. Mandatum. Yay. Bulden. Ready, correct, Willem. Yay, Bulden, Bulden. Mandatum. Ready, Chopper, Gatherer. Greaten, Equipment. Ich wall auch schon wieder total bescheuert. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier irgendwie gerade fabriziere. Mir ist das auch irgendwie gerade so ein Improvisationswettbewerb. Mandatum.
Hold him. Hold him. Yay, Chopper. Yay. Es ist so bescheuert, was ich hier gerade mache. Ich hoffe, das sieht keiner von euch. Ich habe noch keinen Marktplatz gebaut, mach dir keine Sorgen. Ja, eher schwer zu sehen aktuell. Da kommt bei mir grundsätzlich immer zu spät. Ready. Sag mal Bescheid, wenn einer von euch Scouts braucht. Ja, ich merke schon, dass ich echt rusty bin. Also, sorry schon mal dafür. Nicht schlimm, bin. Ist bei mir auch alles andere als gut bislang. Ich bin nicht so, okay. Yay, yay. Ready. Willem. Correct, yay. Ernsthaft. Yay, yay. Yes. Correct. Und. Yes. Yay. Equilin. Equilin. Stech den. Yes. Yay, Willem. Yay, yay. Yes. Equilin. Mandatum. Hold him. Greeten. Ja, ich glaube, mein Archer Rush wird ein bisschen spät kommen, aber ich werde ihn trotzdem versuchen. Das ist doch der Spirit. Das ist der Spirit. Wer nicht versucht, der hat schon verloren, hä? Richtig. Ah, der Gegner Archer Rush ist schon da. Ja, geil. Ja, egal, ich habe 6 Scouts. Einmal pingen am besten, dann bin ich sofort da. Ja, da. Ja, alles klar. So, rechtzeitig gebaut, dann kommt er jetzt ein bisschen mit Archer vorbei, aber das ist eigentlich machbar. Ich lasse meinen jetzt aktuell noch in den Ausbildungsgebäuden drin, sobald deine Scouts kommen, lasse ich sie raus. Das klingt sehr, sehr gut. Machen wir so. Magst du nochmal Ping, bitte? Ja, da. Okay. Jetzt sind sie ein bisschen südlich gegangen. Kommen wahrscheinlich gleich bei meiner Woodline raus. So, meine Scouts sind bei deinen Rangers gerade. Die müssten jetzt irgendwo ein bisschen in den Süden runtergegangen sein. Okay. Ja. Ja, da sind sie. Sehr guter Kampf für uns. Bei mir läuft's auch ganz gut. Nice. Jupp, schön. 2 Scouts habe ich nur verloren, er seine komplette Armee. So kann's gern bleiben. Da musst du einige Skirms machen, das heißt, da müsste eigentlich ein bisschen hinten sein jetzt. Wo ist denn mein Hausbauer hin? Brauchst du noch Scouts, Botkin? Aktuell nicht. Ich glaube, er hat auch seine Schmiede. Ich habe seine Schmiede, glaube ich, verhindert. Von daher müsste er immer noch kein Fletching haben. Na, jetzt hat er sie. Ich komme trotzdem zu dir hoch, weil Blau hat gerade seine komplette Armee verloren. Also Utwin dürfte ja, erstmal halbwegs gut dabei sein, ja. Habe ich hier einen Hole? Ich habe Scouts bei mir drin, ich weiß aber nicht wovon. Oder wie oder was. Okay, bei meinem sieht's kurz gut aus. Also wenn du. Da ist auch sogar noch ein Loch bei ihm. Da ist ein Hole. Mandaten. Bulden. So, Botkin, wo soll ich hin? Warte. Hier, ne, warte, hier unten der zweite Ping, wenn man den zweiten. Dann müsste immer noch offen sein. Okay. Aber meiner ist schon ziemlich im Arsch. Also, wenn du vielleicht zur Pocket irgendwie reinkommst, ist es vielleicht besser. Ja, Pocket ist bei mir. Aber ist nicht schlimm. Du hast den ja schon ganz schön. Okay, du läufst jetzt ganz in der DC. Ja. Naja, ich. Versuche ihn ein bisschen zu beschäftigen. Oh, da verliert er viel. Jo. Ja, der ist ziemlich durch, würde ich sagen. Ich glaube, ich soll auch mal gucken, was ihr so macht. Ich müsste mal einen Marktplatz bauen. Sind alles Gods tot? Oh, verdammt gute Idee, bitte. Sind alles Gods tot? Nein, ich habe noch 5. Okay.
Sind die, er hat nur Skirms aktuell. Ach so, ja, ich würde sonst einmal zur Pocket rennen vielleicht, aber... Ja, ja, dann mach mal. Du kannst nur einmal clearen hier. Dann hat er den nicht mehr. Jo. Sehr super. Ja, kein Problem. Dann danke ich dir doch von Herzen. Bin auch ab jetzt. Ich jetzt auch, wunderbar. Ach komm. Lief gar nicht mal so schlecht bislang, würde ich sagen. So, jetzt auch mal ein Markt. Ich finde besonders, wenn man so mit Aufnahme und Streamen gegenseitig spielt, das ist eigentlich ganz cool, auch mal zu sehen, was die dann machen. Auch wenn ich normalerweise den Markt ein bisschen später bauen würde. Ach ja, genau, meine Zuschauer, einmal könnt ihr in den Chat Ausrufezeichen Mates reinschreiben, dann kommt ihr direkt zu dem Kanal von Unfin und Botkin. Zu den Kanälen. Wie praktisch. Der denkt einfach an alles. Letztes Mal hattest du nicht gestreamt, ne? Da hattest du auch nur aufgenommen. Das? Ja, oh, hatte, du hast gerade ein paar Probleme. Ich habe gerade ein paar Bogenschützen bei mir, aber das ist noch eine handelbare Menge, glaube ich. Also du kannst auf jeden Fall komplett zu viel drüber spielen, ne? Du hast bei mir auch so viel schon gekillt. Also von meinem, meine ich. Das ist für dich eine handelbare Menge, da wird ja ich schon paniken. Ich habe auch gut was am Bogenschützen da, so ist es nicht. Ein tiefenentspannter Typ, der Routine. Ist aber egal, ich bin nämlich gleich Castle Edge mit 3 Stellen, also ich kann richtig rausballern gleich. Mhm. Ich gebe mal meine 3 Scouts noch zu dir. Ich würde jetzt bloß paniken, wenn er jetzt plötzlich Castle Edge wäre, trotz dieser Anzahl, und jetzt einfach Crossbows machen würde. Ach, da kommt man durch. Oh, nice. Mal gucken, ich habe ja ein paar Skirmische dabei, der ist zwar uphill, aber... Ja, nimm den Kampf erstmal nicht, versuche ihn erstmal nur da so zu halten und dann machen wir das gleich mit meinem Ritter zusammen. Okay. Ihr Ritter scheint zu mir zu laufen, aber ich müsste eigentlich abgeholt sein jetzt. Ja, Ritter sind bei mir. Ich gehe zur Pocket, glaube ich. Ja. Oh, das ist noch nicht zugemauert hier. Bist du eigentlich bei dir? Ich kann abgehen. Nice. Warum repariert das nicht? Och ey, ich hab da 3-mal drauf geklickt und die reparieren das Gate nicht. Das ist unfassbar. Sind ein paar von meinen Rittern da? Ich suche mal seine Armee. Ja, der ist bei mir in der Base. Achso, du meinst drüben. Okay. Oh ja, hier kommt drauf, Odin. Moment. Boah, das regt mich jetzt gerade echt auf. Ich habe mehrfach drauf geklickt und es wird einfach ignoriert. Ja, wir müssen jetzt möglichst viel killen. Ja, ich glaube, der sitzt. Ja, der sitzt gut. Bist du gut? Meine Ritter sind noch drin. Ja, aber er ist jetzt halt Ritterzeit und jetzt hat er seine komplette Armee verloren, bevor er die Upgrades sich lassen, sich holen konnte. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Ich mach mal ein bisschen auf. So, jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr. Ich mach jetzt mal ein paar Kamele, die ich dann zu Botkin erstmal rüberspiele. Ja, ich, bei der Pocket hat jetzt zur Verteidigung eine Mangel gemacht. Ich habe jetzt auch so viele Ritter bei Udwin. Ich glaube, Blau können wir komplett killen. Mhm. Ich komme jetzt auch mal mit dem, wie viel ich weiß, ich habe. Ich bin jetzt auch gleich Castle, ist Crossbows und auch gleich auf dem Weg. Sehr, sehr schön. Ja, der hat auch Crossbows, aber da macht ein paar Tower. Der Blaue? Der Blaue macht Tower, ja. Zum Defenden. Okay, gut. Okay, der steht. Ich glaube, vielleicht zieh ich mal kurz zurück, du müsstest die mit dem Ritten einfach da machen können. Okay, ich muss jetzt gegen beide kämpfen gerade. Aber es müsste eigentlich klappen. Oder ist... Ich kann Kamele zu dir schicken, ein paar. Ja, das einzige Problem wäre halt die Mangen, dass die gesniped werden. So, wenn der Turm ist gefallen. Nice. Der baut hier unten noch einen TC gerade. Das kann ich ihm wahrscheinlich denyen. Ich komme auch mit runter. Also es ist hier, ne? Sobald du die Mangel siehst, einfach feste drauf.
Jetzt ruckelt es aber auch schon ein bisschen irgendwie. Da unten ist einer fest, aber den krieg ich. Ja, TC ist genannt, denied. Sehr schön. Ja, da sollten wir eigentlich gerade sehr gut führen. Jo, absolut. Oh, der ist sogar noch immer noch offen, der Blau, okay. So. Ready. Bolden. Was ich ein paar Crossbows da oben. Oh ja. Danke für die Warnung, die hätte ich jetzt komplett verloren sonst. Ganz tough. Okay. Hey Sophie. Grün hat ein paar Knights hier. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant das ist, aber... Oh ja. Ich schreibe ein GG. GG. Wir gelitten jetzt von Erichs Raid. Horrible Game, Bad Game. Ich habe auch die ganze Zeit wieder die gelbe Uhr dran gehabt. Ich dachte eigentlich, das hätte sich erledigt, hätte ich gesagt. Wobei, jetzt im Nachhinein mit dem Dorfzentrum da unten sieht mein Walling gar nicht mal mehr so schrecklich aus. Hat der Pocket von dem eigentlich sehr viel... Der war die ganze Zeit bei dir drüben, Botkin, oder? Ja, ja. Weil der Pocket hat bei dem Maya gar nichts gemacht. Ja. Das war eine schöne Einstiegsrunde, muss man einfach sagen. Ja, so kannst gerne weitergehen. Was hatten die denn so für Ratings? Kann sein, dass diese Ratingbox mittlerweile ein bisschen kleiner ist? Ich habe das Gefühl, die ist klein. 2142, 2029 und 2118. Ich gucke eher auf die 1 gegen 1 Wertung als Vergleich. Ist auch aussagekräftiger. Ja. 12, 12, 13. Ja, das ist halt wirklich viel, viel aussagekräftiger. Ich bin jetzt mit meiner Teamzufallskarte auch nur 100 über meinem Solo-Ranking. Und das ist dieser ehemalige 500 draufrechnen, das funktioniert nicht mehr. Ja, 13. 12. Stimmt, die waren gar nicht mal so gut tatsächlich, was die Solo-Rankings angeht. Die waren tatsächlich so ein bisschen über meinem Niveau, aber mehr nicht. Ja, also 200, 300 Punkte unter Erich und mir. Wobei 100 Punkte ja schon einen riesen Unterschied machen. Ja, ja, ja. Also ganz ausgeglichen was nicht. Aber der beste von denen war halt gegen Utwin. Also da muss man schon sagen, hat Utwin natürlich gut die Front gehalten. Stimmt, dass wir 1450, gegen unsere jeweiligen Gegner. Das stimmt. Überwältigen konnten. Da hat man auch wirklich gemerkt, der war jetzt auch wirklich. Die 200 Elo-Unterschied hat man auch gemerkt, der war mit seinem Archer schon einige schneller bei mir vor der Tür. Vor allem, weil du den wahrscheinlich länger nicht gespielt hast, den Rush, ne? Ja, ich bin eigentlich eher Scout und jetzt mache ich ein bisschen die Infanterie-Meta, aber die kannst du ja im Teamspiel nicht gescheit spielen. Ja, also der Hellblau hat es versucht. Ach, der hat es versucht? Ja, aber ich hatte eine ziemlich einfache Awards. Hat er mit einer Mason spielen wollen? Mit Arms Rush einfach nur und dann auf Archer. Ah, okay. Also die Standard 1 gegen 1 Taktik quasi. Ja gut, ich sag mal an meine YouTube-Zuschauer, danke fürs Zuschauen und es werden noch weitere Partien folgen, wir nehmen hier jede Menge auf. Ludwin und Erich findet ihr in der Videobeschreibung. Alles klar. Ciao. Ciao. Ich weiß, letztes Mal habe ich keine Schnitte und keine Abschieds und sowas gemacht. Auch kein Intro, ehrlich gesagt, diesmal, aber... Bei mir wird es einfach für dann ewig lang. Ich glaube, ich mache mehr Runden an einem Stück und es wird ein langes Special. Jo, das ging schnell. Das ging jetzt echt fix im Vergleich zum letzten Mal. Da müssen wir jetzt aber auch damit rechnen, dass die ein bisschen besser sind als die eben, denn je länger die Queue, desto größer die Elo-Unterschiede. Stimmt, ja. Wollen wir diesmal Rollen tauschen? Ich gehe in die Pocket. Oh ja, gerne. Können wir machen. Dann bleibe ich einfach... Ach komm, ich bleib einfach mal die Briten. Spiel ich so mag selten. Mag die Flanke an sich auch lieber. Du spielst Briten? Ja, ich bleib bei denen einfach. Dann nehme ich die... Moment mal, bin ich doch jetzt Pocket, oder? Ja, nehmen wir besser die 1. Ja. Erich, du spielst freiwillig grau. Was soll ich denn sonst nehmen? Türkei? Ich sag es nur, also das ist, weil ich weiß, die unbeliebteste Farbe. Nee, aber ich nehm grau, passt schon, alles cool. Wenn die Gegner auf Teamfarben umschalten müssen, wenn die sie nicht sehen wollen.
So, jetzt sind wir aber richtig am Meter dran hier. Das ist halt auch wirklich noch so eine Sache bei H4, dass du so wirklich so Basic-Sachen, wie dass du dir die Farbe nicht aussuchen darfst, ne? Das ist auch komisch, ja. Und du hast in jedem Spiel irgendwie rote Franzosen gegen blaue Briten und... ja. Sarazen, Äthiopier haben sie als Flanken und wieder Franken in der Pocket. Wir haben Krupp, der kommt bestimmt mit Panzern. Bestimmt, ja. War dieses zerstörte Belag, jetzt zerstörte Mangonel, was du als Profilbild hast, von irgendeinem Event? Nee, aber ich dachte, es gibt kein Bild, das besser zu mir passt. Alles klar. Als eine Mange mit Pfeilen drin. Es ist eigentlich das Einzige, was ich in diesem Spiel kann. Siege verlieren. Nee, Siege killen. Ach, Siege killen. Nee, Mang out Micron. Mang gehören bei mir in dem Spiel halt zu den Dingern. Ich hasse es, gegen sie zu kämpfen und ich will außer auch selbst nicht benutzen. Liebe es, gegen sie zu kämpfen und ich spiele sie selber viel zu selten. Ja, die normale Reaktion auf, oder andere hat viel mehr Archer als ich, ist, oh, schnell eine Mange. Eris Reaktion ist, oh, schnell nochmal Micron. Wo ist der nächste Hügel? Genau, also wenn ich Bogenschützen spiele und eine Mange auf mich zurollen sehe, dann heißt das für mich immer Challenge accepted. Also ich hab's mittlerweile gemeistert, wirklich perfekt reinzusplitten in die Schüsse, also treffen, auch wenn der Gegner gar nicht gezielt hat. Also ich meine, grundsätzlich kann man es ja mit dem Micro machen, wenn man die Nerven dafür hat. Das allergrößte Problem ist, wenn du es nicht gewohnt bist, so viel zu Micro, und dann in der Zwischenzeit, wo du mit dem Mangonel battlest, hast du irgendwie, keine Ahnung, 20 Idle Villager oder so gefühlt. Ja, ja, der Klassiker. Er war der Race Freak. Hast du gerade für 6 Monate am Stück gesubbt oder wie verstehe ich das? Heißt das nicht wahrscheinlich einfach, dass er jetzt insgesamt schon 6 Monate am Buch hatte bei dir? So, ist das doch normalerweise oder nicht? Er dachte, oh fuck, ich habe ihn nicht gemutet. Ja, ich nehme es auch gerne mit, also vielen Dank für das Abo. bei Erich Müller. Willkommen bei der Erich Müller. Wie sagst du das nochmal? Bei den Müller-Ältesten? Willkommen bei den Müller-Ältesten. Ja, sorry, ich bin raus. die Anführer des Familienclans. One sec. Ist billiger? Oh Gott, da muss ich ja jetzt 6 Monate aktiv bleiben. Was machst du denn? Massenrabatt. Danke. Zahle 5, krieg 6. Dafür kannst du alle 2 Streams, die Erich in den nächsten 6 Monaten machst, auch genießen dann. Also ich sag's dir, wie es ist. Bei jemandem sich ein OnlyFans-Abo holen ist günstiger. Gut, das sage ich jetzt nichts zu. Aber wir lassen das besser so stehen. Genau, ja. Das lässt man einfach so stehen. Also die eine Sekunde zieht sich ziemlich. Ja, ich weiß ja nicht, wenn das ist. Kommt. In manchen Ländern ist eine Sekunde länger als bei uns. Du musst auch die Zeitverschiebung beachten. Ja, stimmt. Stimmt, warum haben die Amerikaner eigentlich keine eigene Zeitrechnung? Ja, stimmt, eigentlich, das würde denen echt noch fehlen, ne? das stimmt, das würde nicht passen. Ich meine, das ist auch so eine Maßeinheit wie ein Sprung zum Beispiel. Stimmt. Wie lange es dauert zu springen. Irgendwas in der Richtung. Ich meine, mit dem AM, PM haben die ja schon ein bisschen was, aber das ist jetzt auch nicht so viel anders als bei uns. Aber stimmt, denen fehlt irgendwie noch so ein... Wir sind alle dabei, würde ich sagen, ne? Ja. Es ist interessant, dass Leute immer nur dann anhalten, wenn ich gerade mich darauf bereit mache, was anzulocken, tierisches. Das nennt man taktisches Pausieren. Ja. Lame durch Pause. Na gut, tatsächlich im Low-Elo-Bereich gibt's das, dass Leute pausieren und hoffen, dass die Gegner nicht wissen, wie man endpaust. Das ist nice. Also es ist nicht nice, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich glaube, ab dieser Arabien gibt's tatsächlich gar keine normalen Wildschweine mehr, sondern nur die Rhinoceros und Elefantenvariationen. Mhm. Das heißt, mehr Nahrung für alle. Ich wollte gerade sagen, die haben doch mehr Nahrung. Es ist schwieriger, die reinzuholen, aber... Okay. Bisschen riskanter, weil die so schnell unterwegs sind. Das ist eigentlich so, ist ein Elefant wirklich schneller als ein Wildschwein? Nee, die sind nicht schneller im Laufen, aber die haben niedrigeren Frame-Delay, wodurch sie schneller angreifen. Ah. Erich wieder mit den Insider-Infos.
Ich dachte wirklich, das ist nur ein anderer Skin. Ich wusste gar nicht, dass sie sich unterscheiden. Da macht mehr Nahrung drauf. Nee, deswegen musst du leider mit mit Elefanten und Rhinozerossen mehr Micron unterm Dorfzentrum, weil deine Dorfbewohner viel schneller sterben. Ja, wieder was gelernt. Yay, Hunter. Finde ich meine letzten Schafe nicht. Ach, hier unten könnten sie sein. Da haben mich meine Instinkte nicht enttäuscht. Du hast eben alle Re-Äquivalente angelockt, ne? Erich? Ja, einen habe ich geholt. Okay. Alle Re-artigen. Ja, sehr hier in diesem Fall Straußen oder Zebras. Mein Gegner ist mir richtig schön sauber und das Dorfzentrum gelaufen. Ja, nice. Sieht man doch immer gerne. Versuch's mal mit einem knackigen 20 Pop. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, was ich mache. Also ein Josh wird's dann wohl nicht mehr, nehme ich an. Nee. Der Zug ist abgefahren. Denke über... Ah, gut, Straight Archer. Mit der Arms ist auch schon ein bisschen spät. Ja, ich bleib aber bei den Archern und Gutes. Da bist du selten falsch mit. Wisst ihr schon, wer eure Nachbarn sind? Habt ihr das gescoutet? Na, meiner müsste gelb sein. Zumindest ist der mir das Dorfzentrum gelaufen. Das ist die Pocket, nehme ich mal an. Yes. Na, aber liegen, der... Bei mir kommt gerade der Orangene vorbei, die Sarazenen. Okay. Potenziell sehr gefährlich, aber ich glaube, es ist besser, dass Erich gegen die Äthiopier spielt. Bisschen Micro dann läuft das. Ja gut, ich bin ja, ich bin gegen die Roten. Confirmed. Ready. Greaten, Equilin, Correctus, Yay. Bulden, Bulden. Arbeitet doch, faules Back. Ready, Equilin, Bulden, yes. Equilin, Bulden. ja, ich doch, hab ich, den. Ich wollte ja nicht mehr so gut euch umgehen. Ich hab's eben gescoutet, ich hab den Orangen neben mir, den Sarazen. Alles klar. Ein Träumchen von Timing hier. Was für eine Uptime. Ja, nur meine Kaserne ist nicht fertig. Ja, okay. Das ist reine psychologische Kriegsführung, was ich hier betreibe. Ja, das ist wie Autoscout, einfach nur um den Score zu erhöhen. Ja, wirklich. Was hattet ihr eigentlich von der Entscheidung von AOE4, dass die den Scout nicht mehr den Score nicht mehr einblenden? Ich fand das super, aber das wollen die wieder abschaffen. Also die wollen den Scout wieder einführen. Ja schon, aber nur für Nicht-Ranked-Games, soweit ich weiß. Ah, okay. Ja, ich finde das gut. Also ich finde, dass er sein Score in Edge 2 zeigt dir viel zu viel an. Das stimmt schon, aber man muss sich irgendwie dran gewöhnen, dann fehlt irgendwie was. Hm. Ist das bei Stronghold? Haben wir da Score? Nö. Nicht mal im Ansatz. Okay. Aber gut, das Stronghold ist auch nicht so ein kompetitives Spiel. Ja. Wäre Stronghold stark unbalanced, wenn man das irgendwie in eine kompetitive Richtung bringen wollen würde? Ich schätze mal sehr stark, ja. Zumindest, sagen wir es mal so, es wäre zumindest, gäbe es eindeutige Metas, die ziemlich langweilig sind. Zumindest sehr einseitig. So kann man es am ehesten sagen. Warum wollen Dorfbewohner eigentlich immer sich selber ausmauern? Was ist da... Verdammtlicher Viper Wards. Das war ja ganz schwach gerade. Der Rote nervt mich ein bisschen mit seinem Scout, ehrlich gesagt. Boah, ich hab meine Arms bei mir in der Base. Ich glaube, ich sterbe jetzt richtig hart. Okay. Ich spiel ganz schlecht gerade. Dafür bin ich zu rusty für sowas. Oh, man hat krasse Quickwalls drauf. Aber vergesst, dass Palisaden scheiße sind mittlerweile.
Damit habe ich nicht gerechnet, dass er auch einfach außen rumgehen kann. Fies. Greaton, correctus. Ready, Equilin, Bulden. Mandatum. Yes. Sieht's bei euch denn so aus aktuell? Bei mir ist noch nicht gerade so viel los. Ich bin kurz davor, meinen Archer Rush zu machen, aber. Okay, ich bleib dann mal auf meinem drauf, würde ich sagen. Bei mir ist irgendwie so ein bisschen semi gerade. Ah, der hat ein Loch in seiner Mauer, das man gar nicht sehen kann. Ich habe auch ganz furchtbar viel Idle Time. Ja, ich habe schon besser gespielt. Irgendwie bin ich zu greedy beim Wollen, merke ich zumindest gerade jetzt mit den neuen Mauerpreisen. Vielleicht einen Fight genommen. Ich bin auf 27 Dorfbewohnern. Bitte nicht lachen. Oh, okay. Das ist relativ wenig. Jetzt habe ich einen Gegner bei mir. Ich versuche mal bei ihm reinzukommen. Das ist gerade ein lustiges Hin und Her. Nein, ich kämpfe nicht. Ah, komm her. Okay, jetzt war ich doch ein bisschen schlecht. Eieiei, hat ja schon viele Archer. Wer ist der hier drin? Ready, Chopper, man down. Firm. Yay. Ready, yay. Chopper. Firm. Yay. Man down. Yes, yay. Batal. Yay. Batal. Greaton. Yay. Correct. Gatherer. Ready, Datum. Equivalent. Yes. Batal. Und deine Mauern sind echt sehr ambitioniert. Ja, meine ich ja. Ich habe ein bisschen gut gemeint. Ja, können wir fast schon zwischen uns Mauern, dann sind wir auch Team World. Mach jetzt einfach mal. Obwohl ich nicht genau weiß, ob das zu viel bringen wird. Sammelt jetzt noch Kasernen-Units. Also ich habe eine Rush von meinem Gegner abgewehrt und mache ein bisschen Gegendruck, aber. Ja. Schau mal hier rechts bei seinem Holz vielleicht, ob den da erwischt. Ah, aber erstmal kommt seine Armee. Na gut, Armee. Aber ich mach's schon ganz gut. Machst du schon ganz gut. Der Gelbe ist bei dir drüben, Erich, sehe ich gerade. Ich komme dann zu dir, ne? Ich kämpfe hier gegen zwei. Ah, ich hab vergessen, ich dachte irgendwie die ganze Zeit, ich wäre Franke. Das heißt, ich hab wahrscheinlich keine Feldupgrades gemacht. Aha. Okay. Dachte, ich wäre Franke, aber dabei ist der Gegner Franke. Hätte ich doch raushören können. Das war nicht schlecht. Ready, yes. Bulden, Greaton, yay, Bulden. Oh Mann, das mit den Feldern ist echt dumm. Jetzt sind meine ganzen Felder ohne das erste Feld-Upgrade gebaut worden. Hm.
Ich nehme an, der Sarazen wird jetzt gleich Castle Edge gehen, da so wenig Militär, die da hat, ist das Ziel zumindest nahe. Botkin? Ja, das Parking war komisch, leider. Ich habe schon echt viele Fehler gemacht. Mir geht's nicht so gut. Aber Orange zum Glück auch nicht. Ja, Orange ist gerade wirklich... Ja, macht echt gut Stress da drüben. Komm auch mal mit rüber zu ihnen. Ja, ich brauche hier nur irgendwie mal ein paar Knights, um die beschäftigt zu halten, damit ich ja einmal kurz in Ruhe Castle Edge gehen kann. So, jetzt endlich. Apropos Castle Edge, jetzt kann ich auch endlich. Sehr schön. Bleib mal schön offensiv, ich komme jetzt noch dazu mit dem Paritan. Ja, ich wollte jetzt bloß ein bisschen außen rum gehen, um mal andere Sachen zu stören. Oh, jetzt hat auch ein bisschen... Es kann natürlich auch sein, dass der Franke zu einem von euch auch einen Besuch abstattet. Wenn er zu mir kommt, bin ich tot. Aber... kriegen wir schon irgendwie hin. Wir führen ja sogar mit gar nicht so kleinem Abstand. Ja, bei Uthwin läuft es einfach echt gut, muss man sagen. Gefällt mir schön. Und der ist jetzt so abgelenkt, dass ich den Orangen ganz gut raiden kann. So, die Frage, was... Oh, okay. Ah, fuck. Das hat der Rote gut gemacht. Der hat meine Ritter getrappt alle. Das sind jetzt eine ganze Menge... Hey, der hat sehr viele Sperrträger jetzt zur Abwehr gemacht, der Orangen. Bist du schon auf dem Weg in die nächste Zeit, Uthwin? Ich bin auf dem Weg, ja. Ich ganz kurz davor. Perfekt. Ich würde sagen, versuch's offensiv zu spielen, auf jeden Fall. Oh, das sind Knights. Ja, ich bin hier. Vielleicht sind sogar mit einer offensiven Waffenspiele. Ja, jetzt endlich Castle. So, ja, offensive Waffenspiele klingt sehr gut. Ah, man kann nirgends Dorfzentrum bauen. Okay, der ist jetzt auch Ritterzeit. Cool. Das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Hätte ich auch nicht gedacht, so wie der unter Druck war. Ah, shit, meine Ritter sind gestorben hier. Ja, aber ich krieg seine. Ja. Ja, stimmt, du hast recht, habe ich deine Armee ganz gesehen. Ja, der Gelbe, der ist wahrscheinlich mehr dort. Botkin, kannst du deine Kamele minimal woanders hinstellen, bitte, weil ich genau da an der Dorfzentrum gerade bauen will. Jo, danke. Achso. Die Frage, hat der Orange mehr gelitten oder Erich? Vom Punktzahl her sieht's aus, als hätte der Orange mehr gelitten. Ja, ich komme gerade wieder hoch. Nur bei Erich, du bist noch nicht gewallt, ne? Kamele? Na, hier an der Front schon und da, wo mein Dorfzentrum jetzt kommt, da halt nicht mehr, aber... Boah, die leichten Ruckler machen es echt schwierig zu micron. Ja, ich weiß auch gar nicht, was das wieder soll. Mein Computer macht einfach Faxen. Ach, die kommt von dir? Ja, du siehst das an der gelben Uhr neben meinem Namen. Weil eben im Spiel, also am Anfang des Spiels war alles super. Verstehe das. Verstehe es einfach nicht. Erich, ich werde mal komplett bei Uthwin rüberspielen. Da ist nämlich der Gelbe die ganze Zeit. Ja. Du sagst Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Jeden Augenblick vermutlich. Aber mal gucken. Ich hab langsam wieder Numbers. Alles gut. Der hat auch echt viele Piken gemacht. Von daher kann es sein, dass er da keine Ressourcen für so viel Kram hat. Hat er eigentlich Kamele?
Achso, der hat welche von mir konvertiert wahrscheinlich. Nicht das Zebra. Deswegen machen die auch immer in Pro-Spielen die ganzen Tiere kaputt. Das verstehst du einfach immer mehr. Genau, damit das nicht passiert, ja. Da ist noch ein guter Platz. So, ich habe jetzt echt viel. Du hast ja von ihm die meisten gekillt. Ach, der Orange geht auch auf Kamele, jetzt verstehe ich's. Ja, da hat hier und da ein paar gemacht. Aber ich habe die meistens abgeschossen, sobald ich sie gesehen habe. Ja, sehr gut, sehr gut. Da kommen wieder welche. Oh, gut, ja, du hast ja genauso gut welche. Ja. Versuch mal auf den Höhe, auf dem ich gerade kämpfe, drauf zu gehen. Mhm. Von hinten kommen die Knights, um die kümmere ich mich. Und kannst von da dann Druck auf das Dorfzentrum ausüben. Jo. Sieht auch sehr, sehr gut aus. So, ich brauche jetzt endlich mal Ballistik. Erich, bei dir hat sich der noch nicht gemeldet, nehme ich mal an. Doch, der hat gerade einmal seine Armee gezeigt. Ich meine, müsste ein bisschen größer sein. Okay. Hey, willst du mal meine Armee sehen? Alles klar. Willst du mal eine echte Armee sehen? Willst du meine echte Armee sehen? Oh, nice. Schön. Sehr schön. Echt, cool, mein Beitrag zu diesem Spiel hat sich auf ein Minimum beschränkt. mein Beitrag war es, nicht zu sterben. Ey, das ist meistens alles, was man braucht. Gut, jetzt wo Gruppe raus ist. Aber die anderen sind noch nicht raus. Nee. Der Gelbe nimmt aber gerade einen schlechten Fight. Okay. Und ja. Der Rote hat auch aufgegeben. Sehr stark. Das war ja. Ich glaube, den Fight hat der Rote jetzt aber auch verloren, oder? Na, weiß ich gar nicht. Der hat halt den Hügel, ne? Ich habe das ein bisschen dumm. Aber du hast den anderen. Er hatte Hügel und eine Rüstung mehr. Und Ballistik, also den Fight hätte ich, glaube ich, hattest du ziemlich krass verloren. Nee. Ich hatte noch nicht mal Thumbring. Okay. Ach, guck mal, der Gelbe hatte doch nur zwei Dots. Ich hatte gedacht, weil der so lange nicht zu sehen war, dass der irgendwie hart geboomt hat erstmal. Nee, ich habe am härtesten geboomt. Aber gut, ich war Perser. Wie ich dann auch irgendwann mal merken musste. Also jetzt läuft's gerade irgendwie, oder? Ich will's nicht jinxen, aber... Ehrlich, das war richtig stark. Mir macht Sorgen, dass meine Team-Elo jetzt zu hoch geht und wir dann aufs Maul bekommen, wenn ich wieder mit Koga spiele. Dein Gegner war auch ungefähr in deinem Elo-Bereich im 1 gegen 1, obwohl der hat noch nicht so viele gespielt. Der Krupp? Mal gucken. Der stärkste bei denen war die Pocket. Nicht ganz so viel ist so eine Sache. Ein Sieg, acht Niederlagen und er ist trotzdem bei 11,32. Wie geht denn sowas? Über die Team-Elo. Also wenn du nur den Team-Elo hast und dann ein 1 gegen 1 macht, dann nimmt der erstmal deine Team-Elo als Basis quasi. Was? Ja. Echt? Was ist denn das für ein komisches System? Ja, frag mich nicht. dann mal auf ins nächste, würde ich sagen, ne? Ja, dann mal auf ins nächste. Mal gucken, ich soll die Art noch mal annehmen, bevor ich hier große Reden schwinge. Ja, mach ich auch mal. Oase. Haben wir bei Oase überhaupt einen richtigen Pocket Flank und so? Ja, das macht. Also auch nicht unterschätzt, das ist nicht so eine krass defensive Karte, wie man meinen würde. Im Falle. Wobei du hier, wenn es die Flanks gut spielen, bist du als Pocket halt komplett sicher. Im Falle der Abwechslung könnte ich ja mal Pocket versuchen. Ja, hätte ich auch vorgeschlagen. Alles klar. Darf ich mein Volk gar nicht mehr auswählen? Was ist denn jetzt los? Ey, das Spiel. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich darf nichts mehr im Spiel machen. Ich glaube, das ist ein Bug, den ich von ihm schon mal gelesen habe. Was hast du jetzt für ein Volk gerade? Briten nach wie vor. Dann nehme ich lieber Pocket. Ja, gut, ja, dann bleibe ich einfach Flank und mache alles. Das ist echt eklig. Ich kann echt nichts anklicken. Es ist, als wäre das Spiel eingefroren, aber der Countdown läuft. Ja, habe ich gelesen. Ey, warte mal, wenn Utwin jetzt Fragezeichen ist, dann kriegst du doch die 2, oder? Dann ist er Flank. Das heißt, du musst auf die 2 gehen, Botkin, schnell. Nee, aber er ist ja Brite. Er kann es nicht auswählen. Ach, nee, stimmt. Er muss ja flanken, nevermind. Ich habe alles gut. So habe ich den Bug jetzt zumindest verstanden. Ich habe auch, wie gesagt, nur einmal davon gelesen. Alles gut, ja. Ich war einfach nur ein bisschen Brain AFK. Was ist passiert? Dann eben ein Trio Briten. Hat ja zweimal funktioniert, kann ja nur nochmal gut werden. Genau.
Vielleicht komme ich auch mal so weit, hier mal Longbows zu sehen. Obwohl, oder Arbalesten. Aber ja. Kuman Malia, es ist mal nicht so hundertprozentig Meta. Kumalia. Also die Flanke zu wallen kann tricky sein, je nachdem wie aggressiv es zugeht. Oh, ich bin so nah am Holz dran, das ist richtig schön. Ich bin auch sehr nah an dem Wood. Das ist schon wirklich ein Town Center Feuerreichweite. Ja. Fällt mir gerade ein, ich hätte eigentlich zwischen den Spielen echt mal die Small Trees. Dann vergisst man es halt auch jedes Mal den ganzen Tag lang, ne? Ja. Andererseits sieht es dann im Endeffekt für die Aufnahme schöner aus. Ja, stimmt. Ich mache das nur für die Zuschauer. Ja, genau. Nicht, weil ich vergesslich bin oder so. Ein Mann des Volkes. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr meinen Scout irgendwie dann später zur Mauerverteidigung oder so braucht. Mhm. Ich würde erstmal vom Ansatz her ganz frech Fast Castle versuchen. Okay. Weil der Kumana auf jeden Fall boomen wird wahrscheinlich in der Vorderzeit. Klingt solide. Ja. 1, 2. Ich vermisse Schafe. Bortgen, hast du die schon wieder? Bislang bezweifle ich. Ich hab selber erst zwei gefunden und die waren sehr nah bei mir. Wo sind die denn, hallo? Ach du Liebe. Stimmt, ist ja Oase, ist ja so viel Wald. Ja, daran soll es sich mangeln wahrscheinlich. Ja. Ach, hier gibt es auch Bonusschafe in den Ecken, ne? Glaube ich, auf der Karte. Ich wäre schon froh, wenn ich erstmal die habe, die mir zustehen. Ja, das Gefühl habe ich auch gerade. Laut per Geburtsrecht zugesprochene Schafe. Richtig. Aus der dritten Generation. Ach, wollte gerade sagen, gibt's hier keine Berries? Ich weiß mal, übelst. Also meine sind in Spuckweite vom Dorfzentrum gespawnt. In Spuckweite? Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ach, natürlich ist hier wieder ein Igel unterwegs. Bitte. Wird da schon jemand genervt? Nö, nicht direkt. Aber natürlich. Immer wenn ein Igel in der Nähe ist, dann habe ich schon das Gefühl, weil normalerweise pieksen die immer irgendwas an. Ja, das ist, die sind ja auch ein bisschen gefährlicher tatsächlich in der dunklen Zeit. Das stimmt, ja. Haben mehr Angriff. Nicht unberechtigt deine Furcht. Oder dein Misstrauen. Vielleicht sogar. Da wollten wir auch gerade eine Ziege lähmen. Wow. Okay, der Mann kennt keine Ehre. Keine Gnade. Ich habe gar nicht geguckt, zu welcher Seite ich mich wollen muss, aber ich habe zum Glück die 50-50 Chance getroffen. Ja, das ist auch so ein Move, den ich klassischerweise ganz gerne mache. Erstmal die Verbündeten auswollen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Vielleicht kommst du noch auf blöde Gedanken. Ja, mein Gegenüber ist auf jeden Fall sehr gut dabei, mich zu nerven mit diesem Igel. Hat auch ziemlich viel erreicht. Hast du Webstuhl gemacht? Kann sich in dem Fall lohnen, das ein bisschen früher zu machen. Ja, das kam jetzt auch. Jetzt habe ich ihn sowieso schon zurückgeschlagen, aber ich sollte jetzt auch mal machen. Okay. Auf jeden Fall habe ich seinen Igel jetzt ordentlich eine aufs Maul gegeben. Jetzt gehe ich wieder nach Hause. Und also. Ey, wo sind denn diese ganzen Schafe? Ich hab immer noch zwei von meinen eigenen nicht gefunden und in der Ecke habe ich auch nichts gesehen. Na, einzige Frechheit. Wisst ihr, was ich mache? Sag's mir. Ich werde jetzt richtig überheblich. Ich spiele jetzt die Karte des jugendlichen Leichtsinns aus. Oh. Und ich spiele auch einen Fast Castle. Okay, dann aber schön mauern, ne? Ja. Bin schon fast komplett zu. Naja, perfekt. Und gemauert hast du auch, ne? Es ist unter der Woche, Mensch. Was denkst du denn? Ja, das weiß ich denn, was die Studenten heutzutage treiben. Ja, eigentlich genau das. War schon gar nicht so fern ab. Vielleicht haben die das mit den Bonusschafen mal rausgepatcht. Also ich finde echt kein einziges. Okay.
Ja, stimmt schon. Mandatum, yay, yes. Gold. Bulden. Greaten. Bulden. Gibt's auf Oase Hügel? Nee, ne? Doch. Doch, ja. Mandatum. Oh, endlich Bonusschafe, geil. Yay. Mandatum. Gatterer. Greaten. Gatterer. Yay. Utwin, wie sieht's mauertechnisch bei dir aus? Ich bin halb gewollt auf meiner Seite. Okay. Ich sehe, dein Dorfzentrum ist auch... Ah, nee, Quatsch, das ist Erich. Ja gut, beide Dorfzentren bei euch sind recht gut in Kartenmitte, sag ich mal. Also mittig zwischen Wald und Kartenrand. Mein Gegner wallt mich ein. Okay. Das kenne ich so auch noch nicht. In aller Fairness, wir kennen uns mit dem Oasemeter nicht aus. Ja, das ist richtig. Das Oasemeter Powerplay. Ah, ich werde gedrushed. Das ist deiner, ne? Gedrushed, okay. Ich komme mit meinem Squad rüber, der ist dann in 5 Minuten da. Ich kann dir leider nicht mehr helfen, tatsächlich. Glaube ich. Er ist aber ziemlich irritiert gewesen, dass ich ihm jetzt... Ja, jetzt sind Eagle Scout weg. Einen seiner Militias habe ich ihm weggehauen mit den Dorfbewohnern. Geht doch gut. Ah, jetzt hat er Man-at-Arms draus gemacht. Ich fighte die trotzdem. Ist jetzt egal, ob ich einen Dorfbewohner verliere. Das ist der Spirit. Ah, fuck. Okay. Soweit abgewehrt, aber... Brauchst du meinen Scout noch irgendwo? Kannst, wenn du pingst, dann könnte ich noch hinkommen. Aktuell nicht, ne. Alles soweit abgewehrt. Aber es kann sein, dass jetzt natürlich Aggression hinterherkommt. Meistens ja Bogenschützen. Also bist du noch nicht komplett gemauert, wenn ich das richtig verstehe? Noch nicht ganz. Ganz kurz davor. Okay. Ich versuch's mal ein bisschen zu decken. Interessanterweise scheint der Kumane nicht Dings hier Verdagum zu spielen. Und wen holt vielleicht mal dein Scout auch mit hier runter, dann haben wir das. Aber wenn der mich hier einmauert, mein Gegner, dann ist Fast Castle vielleicht sogar das Beste, was ich machen kann, weil ich dann ja direkt glaub wieder schon durchkomme. Glaub schon, ja. Dann habe ich den ja jetzt hier. Ah, fuck, der ist direkt ein Speerträger, gut hin. Unbewusst gehardcountert. Außer der spielt halt auch Fast Castle, nur ein bisschen mauernlastiger. Er baut gerade einen Markt, aber. Ja, ja, jetzt kommen wir noch, jetzt kommen Speerträger und Bogenschützen bei mir. Ich hab leider ja, nichts zum was machen wir denn da? Kriegst du ein Militärgebäude hoch? Bin schon dabei, aber ob es rechtzeitig kommt, ist die andere Frage, um sehr viel damit zu machen. Leider ein bisschen verzögert mit dem ganzen Spaß. Ich meine, jetzt bilde ich Bogenschützen aus, aber die kommen, vergeht ein bisschen Zeit. Ja. Ich kann sein, dass du gleich deine Bären. Obwohl, jetzt hat er sich nochmal zurückgezogen, dass du vielleicht deine Bären gleich zurückziehen musst. Aber ich werde mal sicherheitshalber einen Stall bauen, dann kann ich vielleicht ein, zwei Ritter drüber schicken. Ja, jetzt kommen noch mehr Bären. Ja, der macht gerade sehr viele Archer. Okay, okay. Dann switch ich mal auf Skirmisher um. Ja. Schmiede wäre auch eine gute Idee. Greaten. Bulden. Greaten correct. Chopper. Ja, es kostet natürlich. Siehst du die Bogenschützen, wo ich irgendwie. Gerade nicht mehr, ne? Ich habe die nur über die Wall. Ja, beim Wall sind immer wieder welche, die nachkommen. Ah, warum sind sie? Ist noch keine Upgrades drauf, sehe ich gerade bei ihm. Ja, das ist nice. Ich habe nämlich auch noch keine. Dann kann ich da sogar fighten.
Ja, ich glaube, du musst das nicht mal. Versuch mal mit den Plänklern lieber die Mauer zu decken und das zuzukriegen. Und ich wehr mit den Rittern ab. Okay. Ich glaube, das könnte besser funktionieren. Dann mache ich das. Ich hoffe mal. Nicht, dass der jetzt irgendwie außen rum läuft, aber. Risiko ist mit quasi. Hm, ich sehe ihn gerade nicht mehr bei dir. Interessant. Frage, ob der irgendwas vorhat. Wenn er außen rum zu mir schleicht, wird er nicht so viel Erfolg haben, glaube ich. Vielleicht kannst du deinen Scout auch noch mal ein bisschen rumlaufen lassen bei dir. Aber er hat jetzt keine Priorität. Ich habe jetzt gerade oben also die Bogenschützenverstärkung von ihm weggemacht und Wall restlich zu. Perfekt. Ah, jetzt ist er da unten bei meinem Gold. Ah, süß. Hey, wie ist er denn an mir da vorbeigeschlüpft? Interessant. Ich schieße gerade seine Scout. Ja, perfekt. Okay, versuche alles wegzuziehen da. Meine Ritter sind der Pirsch. Ach, pusht Erich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, du boomst. Ja, die Mauer ist durch, also der hat hier gerade einen Haufen Ressourcen verschwendet. Nice. Kann ich ihm hier voraussichtlich auch noch eine Range denyen? Also dem kann es nicht so richtig gut gehen, wenn ich ganz ehrlich mit euch bin. Punktzahl sagt Ähnliches. Er ist jetzt in der Ritterzeit. Kann sein, dass der Grüne doch boomt. Der ist auch noch nicht in der Ritterzeit. Chopper. Greaten, correctus. Greaten. Yay, yes. Bulden. Yay, yay. Ah, ich. Nee, könnte ich nicht. Yes. Also, Türkis. Bulden. Krieg gerade schon gut auf die Schnauze. Mhm. Ja. Ready, Willem. Chopper. Greeten, yours. Hold him. Yay. Yay. Stimmt, man kann mal kurz ein bisschen schauen. Stimmt, ich habe ja auch noch meinen Speer hier. Ja, wer wir die hier schon haben, ne? Stimmt. Ah, da waren doch wohl. Oh, Quick Wars. Okay, den bist du aber. Mhm. Jetzt hat er sich sein Grab geschaufelt. Okay, die Waffenschmiede ist oben. Die hätte ich vielleicht mal ein bisschen weiter noch hinein sollen. Oh, da kommt ein Adler hier. Adler, so. Das kann ich erledigen. Mhm. Jetzt Quick Walter hier. Hauser. Quickhausen. Der hat schon einiges an Armee gemacht, aber immer noch keine Upgrades drauf. Meine zwei Ritter haben sich echt ausgezahlt, die haben schon so viel gekillt mittlerweile. Das Flower hat einfach keinen Bock auf Upgrades. Okay, da ist jetzt Ritterzeit. Ja. Oh, der hat einiges an Schießanlagen gemacht. Das scheint ein Spaß zu werden, alles klar. Eine offensivere Angelegenheit zu werden, ja. Greaten, Bulden, Mandatum, Yay, Bulden. Ja, da hat auch schon seine Crossbows ready. Ich brauche leider noch ein bisschen, bis ich Ritterzeit gehen kann. Na gut, jetzt kriege ich ab, aber. Okay. Nahrung hat mir jetzt sehr lange gefehlt. Ich glaube, das lag daran, dass der mir jetzt am Anfang die Wirtschaft so gestört hat. Ja, ja. Jetzt steht er da mit seinen Crossbows. Ja, nicht draufgehen am besten. Bleib einfach mal zurück. Ja, ich schaue nur, dass ich seine. Boah, das sind echt ein paar Crossbows. Ja gut, der wird hier durchbrechen. Ziemlich problemlos. Ja, ja. Zieh dich so ein bisschen zurück.
Oh, was eine Reichweite. Hm, da kommt er mit seiner Karawane. Oh, eieiei. Dir geht's gut? Was ist gut? Ob es dir gut geht. Nö. Also doch schon, aber ich habe mehr verloren als nötig, sagen wir es so. Was ist denn der Malia? Zieh die zurück, einfach die Dorfwohne her. Mhm. Ich habe noch nicht genug, um da zu helfen aktuell. Ich muss erst Armee aufbauen. Grün ist übrigens auf Lightcav, falls es einer von euch schon gesagt hat, tut's mir leid, habe ich nicht mitbekommen. Zieh dich zu mir zurück, lauf einfach in meine Richtung. Natürlich hat er die alle abgefangen. Woher weiß der das? Ja, relativ kurz davor. Komm. Ja, nervt halt weiter. So. Ja, ich kann's leider noch nicht killen. Ich muss noch ein bisschen. Okay, der Mali hat jetzt eine Burg hier, da kann ich nicht so viel gegen machen. Mhm. Um nicht zu sagen, gar nicht. Also, Grün hat hier die ganze Zeit mit auf meiner Seite gekämpft, aber. Ja. Ja, jetzt kommt hier Army rein, das war zu erwarten. Vom Grünen, oder? Ja. Boah, noch viel mehr, alter Falter. Okay, wenn du ready bist. Da kommen nämlich noch mehr Armbrustschützen, Vorsicht. Geh zurück. Ich glaube, du bist schon in der dritten Zeit. Ich bin in der dritten Zeit. Ich habe sogar schon die Elite-Blink. Ja. Ich bin jetzt ganz gut dabei. Ja, das hab ich nicht gesehen. Greaten. Ready, Chopper. Yay. Firm. Ready. Der Türkise schmeißt jetzt seine komplette Eco weg, um mich hier irgendwie zu nerven, ne? Ja, er ist auch bei mir ein bisschen drin gewesen gerade. Sehe ich ihn nicht mehr. Ja, sehr gut, Ludwig, das haben wir jetzt ganz gut gegriffen, glaube ich. Aber naja, du hast einiges an Schaden genommen, natürlich. Ich habe natürlich einiges an Schaden genommen, ja, aber er hat zumindest jetzt seine ganzen Crossbows verloren. Ja. Sollen wir pushen oder Erich, brauchst du von mir einen Ritter? Wie sieht's aus? Ich bräuchte jetzt 5 Trieberke. Habe ich gerade nicht im Angebot, leider. Dann, weiß ich noch nicht. Also Stand jetzt komme ich halt noch klar eigentlich. So viel macht er nicht. Okay. Gott, wie der Vault hier. Der wird hier halt nur irgendwann durchkommen und mir richtig massiv auf die Nerven gehen können. Vor allem wird er mir meine Häuser zerstören, wodurch ich relativ bald popcapped sein sollte. Auch wiederum recht gemein ist. Wieder die ganze Zeit versucht mit den Dorfbewohnern gegen zu quickwallen. Ja. Okay, wir sind durch, wir können rein. Nice. Alter. Oh, Mangonel, Vorsicht. Was war da gerade, Erich? Ich hab's nicht gesehen. Okay, Mann. Oh, 40, okay. 40 Lightcap. Ich kann ein paar wegschießen, aber ich glaube, die wollen zu euch. Ja, ich seh's schon. Oh, der hat schon einen Ritter bei mir drin, den ich gar nicht bemerkt habe. Das ist natürlich besonders gut. Ready,
Ah. Mangonelzeit. Shit. Ja, ich konnte gerade nicht gucken, es tut mir leid. Ich clear es jetzt. Ja, bei mir ja. Halt mega viel in der Pest. Ja, ich konnte ausweichen. Ich hab bloß Angst, dass es mich jetzt verfolgt. Shit. Ah, boah, das war knapp. Hätte schlimmer sein können. Ja, das kostet ein bisschen Geld. Was brauche ich noch? Mein Plan ist übrigens gerade, dass ich versuche, vor ihm im Imp zu sein. Mhm. Und dann tatsächlich mit Traps zu kommen. Mal gucken, ob das klappt. Na, hey Robin. Oh, das sind deine. Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Hat noch mal jemand eine Reliquie irgendwie im Sichtfeld? Ich glaube, eine mehr. Glaube, ich habe keine gesehen. Ja, eine, also ich habe drei. Du jetzt. Spielst Litauer, ne? Ich habe eine bei mir in der Base, aber. Oh, du bist im. Ja, was für ein Segen. Ja, ich schicke sofort einen Trap, aber meine Burg ist mega weit weg, also. Ja, ich habe auch gleich selber Traps tatsächlich. Kannst du hier die zwei, die zwei Mangos vielleicht clearen, gleich wenn er nochmal ein bisschen weiter reinkommen sollte, wenn er da irgendwie nochmal mutig wird? Ja, ich mach jetzt Shiva und plus 4. Okay, top. Ja, dann immer mit der Ruhe, der kann ja aktuell nicht so viel mit denen machen. Da kommt ihr gerade mit Kamelen und. Ja, die pushen ja gerade zu zweit bei mir und machen eine Forward Castle. Hier unten, Botkin? Ich baller auf einmal. Wenn du hier jetzt mit der Knights reingehst, kannst du richtig Value holen. Ja, Parfink sagt aber nein, leider, wie du siehst. Egal. Komm mit rein, dachte ich's mir. Ich glaube, jetzt hat Scouts bei mir drin. Jetzt verliert er seine ganzen Forward Villager. Kannst du ihn jetzt wieder zurückziehen? Kämpf nicht unter der Burg. Ich muss jetzt zu Udwin noch rüber. Ja, ich kann mich gerade nicht auf alles konzentrieren. Ja, kein Stress. Wir haben die Burg denied, das ist das Einzige, was für mich gerade zählt. Jetzt kommen noch viel mehr Husaren. Alter, die kommen gerade echt durchgeflutet. Also übelst durchgeflutet mit richtig viel Scouts. Ja. Jetzt baut der hier sogar ab, ey. Okay, er läuft zumindest jetzt zu mir weiter. Okay. Ich sollte meine Seite jetzt hier langfristig auch gewinnen eigentlich. Ja, das sieht mit den Traps auch echt gut aus jetzt. Nice. Ja, oh, die Burg ist weg. Damit noch eine Forward Castle, krass. Vielleicht kann ich sie noch verhindern. Ich komme auch mal mit dazu. Ja, es sieht so aus, als könnte ich die verhindern. Nice. Oh ja, der verliert jetzt richtig schön alles hier vorne. Ja. Jetzt schreiben sie GG. Okay. Puh. Ja, das Impf von uns beiden war wichtig. Jo, absolut. Der hat ja wie viele Bogen jetzt verloren? Die Vorwurf, die wir den haben uns zwei. Hatte er nur zwei, aber er hatte weiter hinten drin noch welche. Ja, schönes Spiel. Ja, war nice. Habe ich jetzt eigentlich meine Reliquien bekommen oder die gekillt? Ja, habe ich. Nice. Alter, ich sehe erst jetzt nicht von den Punkten da hinterherhing, weil ich da so übelst. Ja, du wurdest halt hart gedoppelt, ne? Das ist schon nicht. Zumindest zwischenzeitlich, ja.
Statistik will nicht. Okay. Ich glaube, du musst dein Spiel mal neu starten, dann wird der Bug. Ich glaube, das Bug gerade übelst, ja. Und denk an die Mods, ja, bevor du es wieder vergisst. Stimmt. Mach die Mods vielleicht vorher, weil du dafür eh neu starten musst, glaube ich. Ne? Ja, das stimmt. Alles klar. Dann wundervoll. Dann versuche ich es jetzt mal mit Pocket. Ich habe jetzt auch extra mal die Ungarn ausgewählt im Vorfeld, dass ich das später nicht mehr kann. Ich muss auch was sagen, im 3 gegen 3 finde ich Pocket echt deutlich anstrengender als im 4 gegen 4. Was ist mit deinem Mikrofon passiert gerade? Bei meinem? Ja. Warte, ich check mal kurz. Du klangst gerade zwischendurch für den einen Satz total anders. Aber jetzt wieder normal? Ja. Ja, ich glaube, das war ein kurzer so Hall, als wärst du plötzlich 5 Meter vom Mikrofon weg. Das war komisch. Oh, ich habe mich gestreckt, ja. Ah, oh. Alles klar. Als ob das so einen riesen Unterschied macht. Aber ja, anscheinend. Also wenn ich gestreckt, wenn ich nicht so gebückelt, wie normalerweise vom Computer sitze, dann klinge ich ganz anders. Ah, ich sehe gerade den Vorteil, stimmt. Mein Teambonus ist gar nicht mal so schlecht für die beiden Pockets, ne? Bogenschützen mehr Sichtweite. Ja, oh, hat was. Ja, Ungarn ist echt nice. Vor allem, weil du halt billige Scouts hast. Ja, vor allem billige Scouts im Early Game kann ich halt früh unterstützen, quasi, je nachdem, wo es gebraucht wird. Und dann, ja, eben zu Knights. Und ja, schauen wir mal. Ja, Ungarn können halt irgendwie alles und sind im Late Game, würde ich sagen, Top 3. Ja, ja, ist echt geil. Vor allem halt im 1 vs. 1, weil die ja eine Top Trash-Einheit haben, einfach. Aber ansonsten, ja, auch ohne Trash, die Paladin ist trotzdem gut. Ja, diese ungarischen Husare mit den Recurve-Bow-Kavallerie-Bogenschützen, ja, das ist mies zu stoppen. Das ist ja eine miese Kombination, ja. Ist zwar halt auch mikrointensiv, vor allem berittene Bogenschützen immer, aber lohnt sich. Lohnt sich, wollte gerade sagen. Solange die berittenen Bogenschützen nicht sterben, kommst du damit eigentlich über alles drüber. Ja, das ist halt die Sache. Das Beste, was du gegen berittene Bogenschützen ja machen kannst, ist Siege, also Mang. Aber da die kontern ja die Husaren, die haben ja extra Schaden gegen Siege. Die rasieren da ja durch. Hellebardiere bringen auch nichts, wegen dem berittenen Bogenschützen. Ist schon echt stark. Und im Early Game, Mid Game kannst du halt machen, was du willst. Man hat halt schon, also im Early, also Feudal, also Full Feudal Scout, haben die Ungarn halt auch einen Riesenvorteil, weil die gleich das erste Angriffsupgrade haben, die kriegen die Scouts günstiger, du kannst da eigentlich auch richtig, richtig loslegen, wenn du willst. Aber ich glaube, ich mache mit einer Range. Mach so viele Scouts, wie du Bock hast, erstmal. Okay. Soll ich Doppel-Range-Scouts machen? Brauche ich natürlich länger für Castle, aber. Nee, auf keinen Fall. Okay. Also, sorry, falls ich es gerade nicht mitbekommen habe. Wer ist jetzt Pocket, wer Flank? Also ich würde Pocket machen. Outwin ist Pocket, wir sind Flanks. Okay, alles klar. Also du solltest immer erst einen Stall machen und du kannst, wenn du wirklich Full Feudal spielst, später einen machen, aber direkt zwei lohnt sich nicht. Du kannst sie einfach nicht, wenn du müsst da durchgängig produzieren, damit sie das lohnt. Mhm. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht so geil. Oase schon wieder, ach krass. Okay. Pocket. Ja, jetzt kann ich auch endlich mal was klicken. Danke, Spiel. Botkin machst du noch, Pick Preferred, weil sonst wenn die Gegner, genau, perfekt. Ja. Wir sind ja heute im Tryhard-Modus, damit wir auch mal. Wir sind komplett im Tryhard-Modus. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt echt fehlerfrei hin. Ja, müsste gerade Spiel. Ist das gerade Spiel 3 oder 4? 4. Ne? 3. Echt 4? Das ist das vierte schon. Stimmt, zweimal Arabien, einmal Oase. Das ist die zweite Oase, stimmt, ja. Ja. Vielleicht kriegen wir 4 hintereinander hin, ohne zu verlieren. Das wäre ein Träumchen. Dann sind wir wirklich die härtesten. Die härtesten im Kindergarten. Die schubsen die Leute um, auch wenn sie noch Pudding im Rucksack haben. Wow, okay. Das geht zu weit, sorry. Sorry, moralische Teambesprechung. Mit Pudding wird nicht geschubst. Mhm. Kelten-Khmer-Litauer. Oh, das ist schon schön Tryhard. Ah, wenn ich Khmer sehe. Na gut, ich spiele keinen Infanterie-Sif. Es gibt nichts Schlimmeres, als Goten zu picken und dann kriegst du einen Khmer, der Skorpione dir entgegenwirft. Ja, ich kann die auch Khmer sehen. Ja. Skorpion ist eine typische Einheit, die so balancing-technisch echt problematisch ist. Solo, so ein paar Skorpione sind absolut weak, aber wenn die eine kritische Masse haben, snowballen die einfach alles weg. Weil ein paar Skorpione auch schon richtig geil gegen Bogenschützen sein können. Das stimmt, ja. Gerade wenn du selber noch Militär hast, meistens kosteneffizienter als Mang. Weil du Skorpion noch nicht so leicht wegmikron kannst. Hm. Das ist das nächste, die sind ja so kostengünstig auch noch. Also wenn du die richtig spammen kannst, dann ja. Gerade noch mit den Khmer, mit ihren Bonustechnologien.
Aber jetzt finde ich meine Schafe direkt in einer Minute. Interessant. Dicky lame. Schafe unter einer Minute heißt lame. Stimmt eigentlich. Let's go. Wenn schon Tryhard, dann richtig, ne? Richtig. Ja, jetzt wird die Fliegerbrille runtergezogen, ne? Richtig. Ne, Boah, ist auch Dreck. Also, ja, ein Träumchen hier. Wahrscheinlich straight ist CC. Meine Faustregel ist tatsächlich, wenn ich unter Ingame Minute 2 alles gefunden habe, also Boar und Schafe, dann gehe ich eigentlich immer lame. Oder nicht immer, aber dann. Aber immer ist öfters. Die Tendenz da. Dann hat man auf jeden Fall ein schöneres Timing, ja. Leider hat mein Gegner mein Scout gesehen. So, Botkin ist oben. Ich will das unten. Okay, mal kurz merken für den Fall, dass der obligatorische Frauen-Dreischer kommt. So auf den Soundboard legen, immer wenn man angegriffen wird, ne? Noch finde ich ihn irgendwie nicht. Kann natürlich sein, dass er eine andere Woodline genommen hat. Moin, Lasso. Wo ist der denn? Ach, hier. Okay. Ah, okay. Er hat mein Boar lame, glaube ich, blockt. Wolltest du den Boar klauen? Ich habe ihn schon im Schlepptau, also es ist nicht mehr weit. Ich habe das Problem, dass mein Gegner gar nicht so blöd ist. Das ist man echt, das ist schade. Lame ist geglückt. Okay. Also sind jetzt minus ein Boar, ja? Ja, ich habe ihm zwei Schafe und ein Boar geklaut. Okay. Ich fühle mich schon ein bisschen dreckig, aber auch nur ein kleines bisschen. Oh. Ich hab schon nichts vergessen, was mache ich denn hier eigentlich? Kann man das wallen? Ja, aber das kann man wallen. Also, was machen wir da nicht dann? Ja, müsste in Ordnung. Na also. Mache ich hier eigentlich? Was ist der Sinn des Lebens? Wenn ich das wüsste, ja. Warum existieren wir eigentlich? Fängst du an, Age of Empires zu spielen und gehst dann einfach zu den essentiellen Fragen des Seins und Sinn des Lebens über. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt echt gerne mit euch drüber reden, aber ich muss mich auf eins konzentrieren. Wenn wir nicht existieren würden, gäbe es auch niemanden, der über die Existenz nachdenken könnte. Stimmt. Jetzt kann ich mich nicht konzentrieren, ich muss nachdenken. soll ich eigentlich sagen, genau, spielst du eigentlich Fastcastle oder Feudal?
Ich? Ja. Ich spiele Man at Arms Archer. Okay. Also, ich spiel's nicht, ich versuch's, sagen wir es so, ja? Ja, das war impliziert, ist schon klar. Okay. Ah, ich habe schon wieder essentielle Fehler gemacht. Okay. Boah, mein Gegner ist noch feudal, das ist eigentlich alles gut. Noch vier, es wäre schon schlimm, wenn er jetzt schon Castle wäre. Ich meine noch Dark. So viel dazu. Wir hätten nicht drüber reden dürfen. So was kommt dabei raus. Ja. Gut, besser jetzt, machst du jetzt einen klassischen Scout Rush und hilfst auf, Ich mach jetzt gerade Scouts raus und schick sie dahin, wo sie am ehesten gebraucht werden. Ja, ich schick sie zu Erich, ich bin da gewallt und ich spiel Fast Castle. Okay. Bin tatsächlich auch gewallt. Okay. Oh, ich wollte gerade das Man-at-Arms Upgrade beenden, weil mein Gegner gewallt ist, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich es nie gestartet habe. Geil. Du bist einfach so, also du denkst einfach an alles, bevor du schon dran denkst. Ja, das ist... Next Level. Das geht gar nicht anders. Okay, meiner spielt Fuel, wie es aussieht. Immerhin zwinge ich meinen Gegner dazu, ein paar Häuser zu bauen. Das ist auch schon mal auch nicht schlecht. Ich glaube fast, ich krieg das Upgrade gleich trotzdem noch. Analös. So, also wobei ist es bei Botkin sollte ich unterstützen oder bei. Nee, bei Erich. Erich. Der Erich ist ja noch. Oder? Lohnt sich das noch bei dir, Erich? Ich sehe gerade. Das, die Mad Arms oder Milizen haben so. Ja. Okay, der Gelbe hat Scouts gemacht und ist bei mir hier drüben, aber es sollte alles kein Problem sein. Lohnt sich schon, würde ich sagen. Okay. Dann mache ich auch mal den taktischen Ansatz eines Marktplatzes. Fabulöse Idee. Dass ich auch mal gescheit sehe, wo was passiert. Ich glaube, ich bin tatsächlich zugemauert. Jetzt also sind beide bei mir vom Gegner. Also ich könnte doch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Also doch nach oben. Okay. Ja, ich bin. Geh ruhig hoch, ich bin gemauert, alles cool. Hier kann Stand jetzt nicht viel passieren. Also ich will es nicht beschreien, aber eigentlich geht's mir gut. Ja gut, das sind jetzt echt viele Scouts schon von ihm. Ist klar. Meine braucht noch ein kleines bisschen, ich bin fast da. Ja, ist okay. Ja, stimmt. War nicht zu vertröpfelt. Ich sammle alle noch schnell. Ah ja, ich seh's. Ihr sagt, du gehst, geh einfach drauf, dann helfe ich mit dir. Mhm. Ja, ich glaub, das ist ganz gut, aber das sind ein paar die Eagles, die sind von dir. Okay, ich war gerade schon. Ja, das sind meine. Okay, nice. Dann direkt Gegenstoß. Mhm. Wir werden natürlich ordentlich hier Eco einstecken müssen. In meiner ganzen Karawane hier. Ja,
Gegner ist hier, da ist sein Gold zumindest. Alles klar. Mit 2-3 Scouts wären jetzt hier ganz cool, weil dann kann ich okay, einmal seine Armee klären. Schick die nächsten, die kommen mit zu dir. Die haben sich hier zusammen aufgebaut. Wahnsinn. Ja. Dann lass uns einfach die Schießanlage hier angreifen zusammen. Vielleicht können wir da durchbrechen. Schießanlage, oder ich versuch mal das Haus. Ich glaube, die haben da ja extra die Jägerarmor reduziert. Und Scouts sollen da richtig schnell durchkommen mittlerweile. Ja, das geht echt schnell. Boah, der baut aber echt viele Häuser, der Junge. War ja klar, dass der da reinkommt. Ich könnte hier echt ein, zwei Scouts gebrauchen. Ich hab schon welche dazu. Oh, ah, Mist, die kamen vereinzelt an. Ich sehe es gerade. Shit. Okay, ich sammle nochmal. Ich hab nochmal zwei Stück da. Oh, einfach weiter Druck an der Stelle. Okay. Danke für dein Follow. Ich bräuchte eigentlich schon fast das Armor-Upgrade gleich. Geh gleich durch, komm halt mit deinem Squad hier hoch. Ja. Wenn du kannst kurz. Ja, ich bin durch. Kommen wir dazu. Okay, sehr gut. Okay, er wallt sich ein. Aber auch die kriegt man schnell kaputt eigentlich. Ja. Odin, wollen wir drauf? Du hast hier 4 Scouts. Ja, ich hab jetzt komm machen. Ich hab jetzt ist mein Armor-Upgrade auch ready. Jetzt kann ich ein bisschen besser die Pfeile tanken. Ja, meinst du auch gleich da? Weil dann können wir zumindest mal schon mal rumlunzen, ob der hier irgendwo steht. Ja, da ist er. Ich geh rein. Ja, ich lass auch rein patrouillieren. Okay, Odin, du kannst dich komplett auf. Kannst vielleicht auch durchlaufen, wenn du willst. Ne? Du kannst dich komplett auf die Seite konzentrieren. Ich bin jetzt echt weit vorne dank deiner Hilfe. Ich schau mal, wo ich so lande am Ende. Okay, meine Scouts unten sind leider down, aber ich bild schon wieder neu aus. Oh! Der Gelöb baut gerade ein zweites Dorfzentrum und hat gerade gecheckt, dass es Stress gibt. Kann ich da einfach mal Stress machen? Ein bisschen. Oh, der hat mich richtig schön outtimed. Meiner ist ziemlich tot. Ah, der Gelbe kommt jetzt mit Ritt, spielt mit Rittern jetzt auf die Seite von meinem Dude, aber okay, alles klar. In Ordnung. Ich will jetzt unten auch was. Ich komme noch mal mit ein paar Scouts dazu, ja, gesehen. Das sind noch Schafe, Alter. Okay, danke. Jetzt sollten wir hier eigentlich alles sehr, sehr gut unter Kontrolle haben. Mhm. So,
Ja, der hat sogar einge... Brauchst du noch was, um die Ritterzeit zu erreichen, Riffin? Ich bin gerade ab beim Appen. Also, okay, läuft. Der Gelbe hatte schon eine gute Handvoll Ritter, also kann natürlich sein, dass er zu euch mit rüber spielt, aber ihr habt ja auch Exposed jetzt, perfekt. Da habe ich die ganze Zeit kein Holz eigentlich. Ich habe das Upgrade doch. So. Das Vorbereiten auf Double Stable Knights. Gut, Finn? Ja. Ah, ich seh's. Ja. Oh. Ja, das hat gut gesessen. Jetzt gerade hast du noch den Hillbonus, den müsstest du kriegen. Sehr ja. Gut. Das hat perfekt funktioniert. Und Nightzeit. Ja, ich bin auf meiner Seite eigentlich safe. Alles klar. Ich sammle insofern grad, ich einfach mal gerade Knights an. Danke, Odin, für deine Hilfe. Es war sehr, sehr wichtig. Auto-Refill hat gerade gekickt. Ich habe mich schon gefragt, warum ich die ganze Zeit kein Holz habe. Ja, bei mir ist es auch gerade ziemlich am struggeln. Gut, ich habe auch gerade meine zwei extra TCs gebaut. Wie gesagt, ich bin noch dabei. Beiden Seiten soweit alles okay? Ja, wie geht los? Hier werde ich gerade alles klar, angegriffen. Auf dem Weg. Perfekt. Von der Seite komme ich nicht runter, ne? Gut, dann komme ich von der Seite. Passt. Das ist eine kleine Flankierung. Gut, okay, nimm den genauen Weg. Na, selbst wenn sie reinkommen sollten, genau ziehe sie kurz ins Dorfzentrum zurück. Wenn sie jetzt durch wollen, kriegen wir sie von hinten. Perfekt. Sehr gutes Manöver. Ich habe jetzt auch Ballistik, der Fall sollte wunderschön sein. Oh, ist der kommt aus dem Bilderbuch, der Fight. Mhm. Ja, die ist die Verstärkung auch noch perfekt abgefangen. Eigentlich ideal. So. Mehr Ritter. Geil, die haben ja alles verloren. Können wir eigentlich gleich gegenpushen. Ich schicke noch Verstärkungen hinterher.
Klingt nach einem Plan, machen wir. Ganz kurz Hausproblem lösen. So. Seine Knights werden jetzt obsiegen, aber ich hole schon Verstärkung nach, also es kommt gleich nochmal eine gute Traube hinterher. Gut. Sie werden obsiegen. Obsiegen. Ja, genau so ist das. Oh, Imp. Nice. Ja, aber ich greife ja keine an, also. Wir haben den meinen ganz schön... Ganz schön in die Mangel genommen, mit Verdreizeit. Und jetzt kommt der Ram Train. Hm. Elbe ist komplett bei euch, ne? Also der wird bei mir wahrscheinlich. Ja, der ist bei uns unten beim Supporten. Das sind 2 gegen 2 gerade im Süden. Okay, okay. Ja, das kann der Rote auf keinen Fall halten. Im Chat schreibt einer, du sollst auf Streitkolbenträger wechseln, Utwin. Stimmt, jetzt wo er sagt. Ich meine, vergessen. Ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Stronghold rein. Das ist eine Stronghold-Referenz. Okay. Utwin, ich möchte hier eine Burg bauen. Mhm. Und der Gegner ist jetzt gerade Imp, das heißt also, wir sollten jetzt rauf da. Ja. Ah, da kommt er. Ja. Er baut auch eine Burg. Auch oh, Aberlästen. Böser Zeitpunkt. Oh, ich kann nicht einschätzen, ob das ein guter Fight für uns ist. Ich versuche alles in die Burg zu hinein. Mit ein paar Rittern. Ja, ist glaube ich ein guter Fight für uns, wenn ich ehrlich bin. Ja, der ist auch gerade so damit konzentriert, meine Ritter wegzumachen, die Burg hinein wollen. Der kriegt die, glaube ich, nicht auf. So, jetzt kann ich auch endlich Imp gehen. Ja, das war ein mega wichtiger Fight für uns. Ja, okay. Jetzt habe ich die Seite eigentlich gewonnen. Ich bin auch gleich Imp. Seine Burg ist denied. Meine ist gleich oben. Was, meine ist in die Freizeit gekommen? Das hätte ich gleich gedacht. Geil. Das war richtig schön, Utwin. Mhm. Der versucht es weiter mit den Dorfbewohnern. Der versucht jetzt wirklich zu force-pushen irgendwie. Das ist geil, weil wenn wir das gehalten bekommen, dann schmeißt er halt alles weg, ne? Gelb hilft jetzt auf der Seite ein bisschen. Wenn das so ist, ich bereite mal einen kleinen Ramtrain vor. Das könnte jetzt richtig spaßig werden. Mhm. Wer arbeitet dann? Ja, ich habe selber gleich Abs. Mir dauert es noch ein bisschen, bis ich meine Ritter upgraden kann, aber nicht mehr lange. Ja, kein Stress, das Ding sollte durch sein. Ja, das ist auch den Hügelbonus dort, ist echt gemein. Es ist so ein Mini-Ding, aber du hast trotzdem den vollen Bonus. Ja. Braucht jemand Ressourcen? Geht eigentlich. Irgendwas? Eigentlich nicht. Gold, aber das geht jetzt so. Ja, allerhöchstens Gold. Das könnte sogar ein Spiel sein, wo Trade irgendwann relevant werden könnte. Hier, ich. Ups, das Scheiße, das hab ich jetzt gerade gemacht. Ja, ich habe meinen Marktplatz echt extra schon ein bisschen in der Ecke gebaut. Das ist nicht perfekt, aber. Hier, Gelb ist mit Cavaliers dabei, Utwin. Ich brauch ein bisschen. Jo. Mein Cavalier-Upgrade ist noch auf dem Weg, aber.
Aber glaube ich schon wieder ein recht profitabler Fight für uns. So, mein Ramp-Train ist auch gleich fertig. Das sollte ihm sein Leben auch nicht leichter machen. Jo. Ich müsste jetzt gleich auch noch ein paar wichtige Upgrades haben. Hey, was machen die denn? Hä? Hm, was meinst du? Nee, meine RAM machen gerade irgendwie so richtig Unsinn. Hey Pocket Teens. Bald da wieder den Mangonel-Push versucht da oben. Siege Ramps sind so stark. Und durch. Ja, jetzt haben sie GG. Ja. Richtig schönes Spiel. Ja, und damit 4 von 4, ne? Damit 4 von 4. Wir haben Flawless geschafft. Aber ich fand's echt interessant, wie sich der Gelbe mit dem Roten da zusammen aufgebaut hat, also wie die zusammen gewollt haben sogar. Ja, interessant. Oh ja, das war ein echt schönes Spiel zum Ende nochmal. Falter. Burgen, Reliquien. Das war ja sogar Litauer, genau, deswegen hat er den Bundesangriff gehabt, ich hatte mich schon gewundert. Aber hat nur eine genommen. Ja, er hat nur eine gehabt, ja. Ich hatte mal wieder 4. Ich hab auch eine von dir gemobbt, glaube ich. Ich hab am Ende eine holen wollen, aber das Spiel schon vorbei. Ja. Nee. Ich kann mal ganz kurz gucken, was waren die überhaupt? Oh ja, 1474 der eine. Der war 1300 etwa. Ah, okay, der Gelbe war nur 1000. Okay, der... Doch, 32, das ist ziemlich auf 1000 Solo. Das ist halt das, wo man es merkt. Einfach 1000 Solo, aber 2000 Team Elo. Also, hä? Gut, wobei der auch einfach nicht viel 1v1 spielt. Guck mal, der hat 60 1v1s und fast 1000 Team Games. Ja gut, das stimmt auch, oder? Ich habe aber auch nur... Ich habe gerade nur so 50, 60 1v1s. Oh Mann. Ja, da fehlt auch noch einiges, um da irgendwie eine gescheite Elo rauszufinden. Ja, solange man gute Teamgames zusammenkriegt, ist ja alles okay. Genau. Na gut, war auf jeden Fall lustig. Dann bedanke ich mich mal für alle beim Video fürs Zusehen und wahrscheinlich bis zu weiteren Videos dieser Richtung. Bis dahin, bye bye.